So, unsere geliebte Raumstation. Die ist übrigens echt cool geworden. Muss ich sagen. Und läuft bisher auch relativ gut. Da müssen wir aber mal... Habitation ist in 30 Tagen fällig, ne? Da wird's bald Zeit, eine Crew-Rotation anzusetzen. Verdammte Axt. Mit bald meine ich ziemlich bald. Tatsächlich, ja. Also Habitation läuft. Aber... läuft auf eine Crew-Rotation raus. Wer ist denn hier gerade alles zugange? Zambie, Valentina, Neo, Marius. Okay, vier Leute sind da gerade. Ja, dann müssen wir die bald mal zurückholen. Okay, also kleine Zwischenmission gerade noch dazwischen gekommen. Wenn wir das Basisteil abgesetzt haben und angebaut haben, müssen wir eine kurze Besuchsmission vorbereiten, um unsere Crew hier nach Hause zu holen. Wir könnten natürlich auch mit dem Ding nach Hause fliegen, aber ich würde gerne eine Rotation tatsächlich machen, dass wir wieder auch eine Besatzung hochbekommen. Denn hier gibt es immer noch Science zu tun. So, Transmit Science, das können wir schon mal abschicken. Und dann gibt es irgendein Science-Experiment bestimmt zu machen. Sowas wie ein Crew Report oder sowas. Zack. Achso, ist nicht meant. Gut, ist ein Argument. Haha. Entschuldigung, der war tatsächlich nicht so gut. Hydrogentank. Fuel Cell. So, erstmal alles finden, was nicht Science ist. Log Visual Dingsbums. Also einmal die Daten hochladen. Das müsste den Auftrag erledigen. Jawohl. Sehr gut. Und wieder im Auftrag der Wissenschaft. Ach, guck mal, hier können wir noch was retten. Oh, die sind alle nicht angewiesen. Die sind alle nicht angewiesen, die Cupulas. Ah, das erklärt auch, warum die Jungs und Mädels so einen schlechten Tag haben. Die dürften nicht zum Fenster rausgucken. So, wie viel gibt uns das? Das gibt uns 157 Tage. Okay, das hat die Situation jetzt noch ein bisschen entspannt. Ah, die Cupulas hatten sich abgeschaltet. Scheinbar auch beim Updaten. Und ja, das Shuttle könnten wir heute natürlich auch bauen. Aber jetzt machen wir erstmal unseren Primärauftrag fertig, würde ich sagen. Wir machen jetzt nämlich unser Modul. Ja, ja, ich denke auch, Thorsten. Ich glaube, da hat es einfach ein paar Sachen geresettet. Müssen wir auch bei allen Bases. Ich glaube aber, Moonbase Bravo hat so Dinge, glaube ich, nicht. Ich gehe jetzt sicherheitshalber nochmal nachgucken. Haben wir bei Moonbase Bravo Cupulas verbaut? Ich meine nicht. Moonbase Bravo. Ach, bei denen ist auch gerade hell. Das ist schön. Ja, es gibt eigentlich nur das und dann noch die Kerbin Space Station. Und die Mimos Space Station. Na gut, wir sollten alles einmal durchgucken, weil die Habitation, das wäre schon bitter, wenn die alle zu Touristen werden. Also das ist natürlich nicht unheilbar, ihr müsst da keine Sorge um eure Kerbels haben. Aber es ist zumindest aufwendig, weil die nichts mehr tun. Die werden dann wie Touristen, musst du die erstmal nach Hause bringen und dann erholen die sich wieder. So, hier sind... da ist noch eine Cupula, die sich versteckt. Das ist auch aus, tatsächlich, okay. Zack. Die großen Habitate sind aber scheinbar angeblieben. So, dann sind wir hier Habitation-mäßig bei... 4 Jahre! Das hätten wir uns wahrscheinlich auch sparen können. Okay, hier ist alles gut. Essen ist auch noch mehr als ausreichend da. Sehr gut. Und wir müssen denen irgendwann ein Science-Modul bringen, habe ich gelernt. Das habe ich mir eingebrockt, weil ich falsch geklickt habe. Gut, hier sind wir safe. Dann einmal kurz zur Minmus-Raumstation. Tick, 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 tick. Focus View. Space Station, da ist sie. Genau, da könnt ihr natürlich auch noch... ich glaube, da ist keine Kuppel dran. Ich kann mich nicht erinnern, da eine angebaut zu haben. Und das ist noch nicht so lange her. Aber, ne,
Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen, lieber einmal zu viel geguckt, als die ganzen Freaks zu. Ah, und guck mal, wo wir gerade drüber fliegen. Ist das nicht cool? Wir haben genau den richtigen Moment erwischt. Wir fliegen gerade über unsere Minmus-Basis, auf der wir eben waren, drüber. In knapp 22 Kilometer Höhe. Und können hier quasi winken. Sehr, sehr geil. So, hier sind aber keine. Doch, da ist eine. Die ist aber an. Okay, stimmt. Die habe ich auch erst nach dem Patch gestartet. Die Space Station, die ist relativ frisch. Denen geht's also gut. Die haben auch noch Supplies für ein Jahr und 257 Tage Habitation. Ich gucke, ob mir hier alles an ist. Habitat läuft. Gut, Life Support könnte man noch machen, aber wir haben den Life Support hier und der unterstützt 4 Kerbals. Und wir sind sogar nur zu dritt. Oder 3? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall unterstützt er genug Kerbals, die hier drin sitzen. Ah, Tobs, Theo und Igruschka machen hier einen guten Job und halten die Bude am Laufen. Tobs als einziges halbwegs beschäftigt. Hier wird aber auch noch was passieren. Hier kommen dann natürlich jetzt die Erweiterungsnotes ran, um die Betankung zu ermöglichen. Aber eins nach dem anderen. So, dann bleibt uns jetzt nur noch die Kerbin Space Station. Heim zu suchen. Wo ist sie? Da. So, ob die auch ihren Kram sauber anhaben. Und danach können wir uns dann um die Landung kümmern, tatsächlich. Von unserem Wohnmodul oder um den Orbit und die darauf folgende Landung. Oh, das Ding ist aber auch gar nicht klein, ne? So, Kuppel. Läuft aber. Okay. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Habitat läuft. Habitat läuft. 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 Oh Gott, die müssen so viel Habitation haben. Die paar Leute hier oben. Ja. Medic Kerman hat ein Jahr 33 Tage Habitation. Supplies sind auch noch okay. So, wie sieht's hier mit dem Labor aus? Wir haben hier momentan. Wie viele Leute sind hier eigentlich? Oh wow, da sind ja doch relativ viele. Wow. Ich dachte gar nicht, dass hier oben noch so viele sind. Das ist übrigens Diana Kerman, war unser erster Kerbal für Duna, den wir ins Programm aufgenommen haben. Diana trainiert Biologin sein, hier auf der Kerbin Space Station seit gefühlt Ewigkeiten. Und wird als Biologin auf Duna eingesetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay, das sieht alles gut aus. Das heißt, wir können uns jetzt, das muss ja irgendwo gerade auf Escape-Kurs sein. Ja. Wir können uns jetzt unsere Wohneinheit schnappen und mit der zum Minmus rausdriften, um dort allerlei Schabernack zu treiben. Zum Beispiel eine Landung. Mal gucken, ob das so gut funktioniert, wie das mit dem letzten Teil funktioniert hat. Das war eigentlich ganz angenehm. So, und vielen lieben Dank an Evertrone für dein Follow. Willkommen bei den Kerbonauten und dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Der Stream läuft ja heute noch eine Weile. Wir sind ja erst bei 16 Uhr angekommen. Also ich denke mal bis 18 Uhr plus minus paar Minuten werden wir spielen. Und ja, ich habe jetzt 8 Tage, 2 Stunden Zeit, um zu dem Node zu kommen. Das können wir wahrscheinlich sogar machen über Warp to Next Manöver, wenn ich die Stelle gut treffe. Jo. Das sieht doch gut aus. So. Da dürfte nämlich nicht allzu viel Spannendes passieren. Wir haben genug Solarpaneele, die irgendwie in die Sonne zeigen. Wir haben ein drehbares Solarpanel. Also bevor wir jetzt hier einen riesen Havoc-Tanz draus machen mit händischem Zeitraffern, können wir das den Auto-Warp machen lassen. So, und irgendwo müsste jetzt auch gleich Minmus auftauchen. Da ist er schon. So, neues Bauteil für die Basis. Ich stelle das schon mal auf Retrograde um. Das wird nämlich auf Retrograde hinauslaufen. Und thank you. Und sicherheitshalber sagen wir nochmal Control from hier, dass da keine Missverständnisse entstehen. Von wo aus wir fliegen möchten. Das sieht doch vielversprechend aus.
So, und was auch vielversprechend aussieht, ich sehe es gerade, der Follow-Goal-Counter. Vielen lieben Dank an euch sechs neue Follower, die heute schon dazugekommen sind. In der ersten Stunde quasi schon. Oder fast in der ersten Stunde. Komplett. Das freut mich sehr. So, wir bremsen uns einmal kurz in den Orbit ein. Und ich werde wahrscheinlich gleich ein bisschen tiefer gehen noch. Denke mal so auf 50 Kilometer ungefähr. So, sehr schön. Da sind wir dann in 3 Stunden. Die Basis kommt gerade aus der Dunkelheit. Das passt auch ganz gut. Ja, das sieht doch alles recht vielversprechend aus. Nee, ich warpe nicht zum nächsten Manöver. Ich würde gern hierhin warpen. Schwupp. So. Gut, wir haben noch 210 Delta wie in der jetzigen Stage. Dann können wir die Stage auch versuchen, vorsichtig abzusetzen, tatsächlich. Gucken, was da noch übrig bleibt. So, hier wieder ein großer Betrieb. Da ist die Basis, wenn ich's. Nee, das war unsere Minmus-Landung, oder? Oder ist das tatsächlich die Base? Ja, doch. Nee. Das ist. Ach, das war diese Forschungsstation, die ich aufgebaut habe. Base ist doch ziemlich auf der anderen Seite. Gut. Dann bremsen wir das mal ein. So, 20 Kilometer sollten auch reichen. Und dann können wir hier ein vorbereitendes Manöver machen, um uns schon mal auf Kurs zu bringen. Sollte wahrscheinlich eher so da sein, aber gucken wir mal, wie weit sich der Planet noch dreht. Ausrufezeichen Seekern ist geändert in Ausrufezeichen RSS und Ausrufezeichen HKK2. Wenn du die Modliste hiervon haben möchtest, HKK2 als Befehlitchen. Das habe ich mal angepasst, dass man beide Modlisten hier auch abrufen kann, weil hier wird ja auch ab und zu mal RSS gespielt, habe ich gehört. Sagen, behaupten hartnäckige Gerüchte zumindest. Aber nur ganz hartnäckige. So. Ich glaube, so ist gar nicht schlecht. Zack. Wir machen unser kleines Manöver einmal fertig hier. Wir haben immer noch 163 Meter pro Sekunde an Delta wie in der jetzigen Stage. Also das ist eh schon drüber drüber. Aber hey, alles was hilft, ne? Ach nee, wir können diesmal den Sprit gar nicht so lange mitnehmen, weil ich ja anders fliegen muss. Verdammt, na gut. Ich werde mich dann nämlich gleich abkoppeln müssen. Wie viel Zeit habe ich dann bis hierhin? 16 Minuten, okay, das müsste reichen. Für mich alten Adrenalin-Junkie, um das Umdocken zu machen. Okay. Mist, so viel verschwendeter Treibstoff. Ärgerlich. Aber so ist es halt. Guti. Wir brauchen für die Landung 240 Delta V. Ich habe 500 und ein bisschen gehabt. Das heißt, da sind wir safe. Das heißt, ich kann jetzt hier Decouple Node sagen. Kann rüberspringen. So, dann brauche ich einmal.
Ach, verdammt. Das muss ich unbedingt noch in dem. In der FAB mal ändern, dass ich das nicht so mit hochnehme. Weil jedes Mal wieder anpassen ist auch doof. So. RCS. Was passiert, wenn ich so tue? Das sieht ja gar nicht schlecht aus. So, ich will aber in die Richtung tatsächlich. Set as Target. Control from here. So, wir haben jetzt knappe Viertelstunde Zeit, dieses Docking-Manöver sauber hinzubekommen. Danach wird's peinlich. Was jetzt passiert? Nein, Dunkelheit. Nein. Warum? 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 Ach, weil ich bin hinter das Teil geraten. Aber das könnte ganz, ganz ärgerlich enden gerade. Das könnte richtig ärgerlich enden. Ich hoffe, ich habe genug Drift, um ein bisschen Sonne zu bekommen. Komm schon, ein bisschen was. Oh. Ja gut, wäre ja sonst auch nicht spannend, ne? Ah, da ist wieder Sonne. Gott sei Dank. Hoppla. Ich hatte da ein kleines Missgeschick. Das macht es jetzt natürlich beim Docken nicht einfacher, wenn man die ganze Zeit auf seinen Strom aufpassen muss, weil man keine Batterie angeparkt hat. Mist. Okay, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich, um solche Sachen zu tun? Oh wow, echt nicht viel, ne? Na dann. Okay. Was? Jemand hat den Fail-Counter nicht geresettet. Was ist hier los? Ärgerlich. So ist das mit den neuen Sachen. Vergisst man immer. Okay. Ganz kurz erstmal hier schauen, dass ich das Ding hier sauber angedockt bekomme. Also es wird jetzt nicht das sauberste Docking aller Zeiten, aber wird erstmal besser als nichts werden, hoffentlich. Ah. Jetzt dreht sich das auch noch. Das ist okay. Das ist aber eigentlich gar nicht schlecht für unser Vorhaben. Jetzt muss ich es nur noch in den Griff kriegen. So, jetzt kriege ich nämlich hoffentlich gleich wieder Strom. Alter, komm. Danke. So. Wait, 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 wait. Zack. Bitte langsam. So, wo ist mein Ziel? Da ist mein Ziel. Und kriege ich dich irgendwie so gedreht, dass du mir gleichzeitig noch Strom liefern könntest? Das wäre so schön. So, ich krieg Strom und kann arbeiten. Das ist doch schon mal schön. So, jetzt muss ich das Ding nur noch so drehen. Warte mal, das war gerade nach rechts. Also kriege ich natürlich keinen Strom. Okay, so kann ich arbeiten. So, sehr schön. Ich muss darüber. Und ich krieg Strom. Okay, sehr gut. So sollte das machbar sein. Wie viel Zeit haben wir noch? Ohne mich jetzt unnötig unter Druck setzen zu wollen. Naja, 11 Minuten noch, bevor wir aufschlagen.
Dann sollte ich das Problem hier hoffentlich geklärt haben. Sonst habe ich eben ein Problem. Okay, wie rotierst du? Du rotierst so. Alles klar. Okay, 8,2 Meter. So, ich rede gerade mal nicht so viel, weil ich ein bisschen am Gucken bin, was ich hier eigentlich treibe. Wir müssen jetzt eigentlich jeden Moment einen Kontakt herstellen können. Jawohl. Sieht so schlecht nicht aus. Komm, geh ran. Oh. Komm. Komm. Jawohl. Mated und relativ sauber. Winzige, winzige Probleme vielleicht. Okay, reicht mir das vom Freiheitsgrad der Triebwerke her? Ich würde noch mal ganz kurz, wenn er sich stabilisiert hat, abgehen. So. Und zwar. So. Das war es eigentlich schon, was ich wollte. Okay. Gut, das sollte reichen. Ich muss mal kurz überlegen. Reset Fail ist es, glaube ich. Nee. Ach, Clear. Clear Fail. Jawohl. So, jetzt ist der Counter wieder sauber auf. Null. Den anderen resette ich gleich. So, das können wir abkoppeln. Schwuppdiwupp. Sehr schön. Und wir fliegen jetzt kontrolliert von hier. Und als allererstes Mal ziehen wir uns ein bisschen von unserem Hauptteil weg. Gut. Und natürlich, wenn ich die Fails resette, müssen wir auch das andere resetten, sonst wäre es unfair. Gut, was können wir vorbereiten? Wir können schon mal unsere. Beinchen deployen. Zack. So, dann können wir das ganze Ding schon mal retrograde rollen. So, auch nicht schlecht. Hü. So. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Korrektur, oder? Ja. So, das wäre mal die erste Korrektur, die ich machen würde. Dafür brauchen wir dann aber unsere Triebwerke.
Haben die nicht letztes Mal die Beine, die Aerodynamik beeinflusst? Haben sie das? Aerodynamik? Also die Aerodynamik sicherlich nicht. Für Aerodynamik braucht es nämlich eine Atmosphäre. Ich glaube, bei dem Mining Rig hatten wir Probleme mit dem Strömungswiderstand der Triebwerke. Hier ging es, glaube ich. Wir werden es aber gleich sehen. Wir haben ein bisschen Zeit insgesamt. Wir haben ein bisschen Zeit. Also, soweit ich mich erinnere, war das das Mining Rig mit diesen weit ausfächernden Beinen. Das war nicht bei dem Teil. Das Ding ist eigentlich ganz gut geflogen. Es müsste das Mining Rig gewesen sein. So. Gut, da hinten unser Kram. Ich gucke gerade mal, wenn wir in die Richtung fliegen, werden wir da auch nicht reinrammen. Bleibt zu hoffen, sage ich zumindest mal. So. Da hinten kommt die Basis. So, dann brennen wir mal. Das sieht aber gut aus. Also ich roll ein bisschen, aber nichts Wildes. So, das lassen wir mal gelten als Manöver. Ich. Achso, ich flieg sogar weg von dem, stimmt. Gut, wir nehmen guten Abstand zu den anderen Teilen. Jetzt kommt der lustige Teil, nämlich die Landung. Oh ja. Gut, wir haben noch bis zum Impact 4 Minuten. Ich habe 3 Minuten und ein bisschen Burntime. Das ist aber deutlich mehr, als ich brauche. Ich werde jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit schon rausnehmen. Das beobachten wir am besten auf der Karte. Das sieht gut aus. Sollen wir nachher nicht ganz so viel zu brennen? Nee, ich habe noch kein Target gesetzt. Genau, das ist jetzt alles geeyeballt über den Strich hier. Gut. Wir kommen rein und ich denke mal, wir kommen auch ziemlich sauber rein. Gucken wir mal, wie sauber ich das geeyeballt habe. Perfekt. Fast perfekt. Gut, jetzt müssen wir noch ein bisschen ran. Also, Vertical Speed ist nicht ganz so hoch. Horizontal ist noch ein bisschen arg hoch. So. Jetzt schauen wir mal. Ich mache jetzt mal hier so ein Bremsmanöver auf. Geschwindigkeit rauszunehmen und balanciere das dabei so, dass wir halt immer noch knapp über die Basis drüber fliegen. Um mal so einen Zwischenstand zu kriegen. Also der Trick, wenn ihr sowas macht, ist, lasst die Apoapsis euch nicht überholen, sonst werdet ihr noch unnötig Sprit verbrennen. Das ist so schon nicht, also das muss man auch ganz klar sagen, das ist nicht der effizienteste Weg, eine Landung durchzuführen, also der spriteffizienteste. Aber es ist ein schöner Weg, um langsam reinzukommen
und nicht irgendwie wie so ein Vollplöbo abzustürzen. So, worauf ich da immer so ein bisschen achte, ist, dass der Vertical Speed nicht zu hoch wird, weil ihr habt am Ende habt ihr alle Zeit der Welt, Horizontal Speed rauszunehmen, solange ihr nicht auf den Boden einschlagt. Deshalb lasst den Vertical nicht zu hoch werden. Ihr könnt nachher noch richtig schön Speed auch immer rausnehmen von eurem Horizontal Speed, unter der Annahme, dass ihr genug Sprit noch dabei habt. Aber versucht aufzupassen, dass ihr nicht zu viel Vertical Speed aufbaut. Da vorne kommt jetzt unsere Tankmischung als kleine Bombe runter. So, ich werde jetzt nochmal einen kleinen Zwischensprint einlegen, um uns abzufangen. So, und wie ihr seht, bin ich jetzt mit diesem Bremsmanöverkram schon relativ entspannt unterwegs von der Geschwindigkeit und kann jetzt gleich im Abschluss ein relativ sanftes Manöver machen. Ja, das geht natürlich auch. Du kannst den Retro natürlich auch auf Anti-Target ziehen. Dann hast du halt, also du musst dann halt natürlich aufpassen, dass du rechtzeitig deinen Bremsburn einleitest. Und ich denke auch, dass unser Retro-Nupsi sich jetzt noch auf den Anti-Target ganz gut einpendeln wird. Wir haben ein bisschen Seitendrift gekriegt. Oder kommen wir jetzt gerade ein bisschen dran vorbei. Aber das kann man mal schnell korrigieren, wenn wir schon mal dabei sind.